Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part vom Let's Play Champions of Regnum 2021. Jo, ich glaube das fünfte, ja wahrscheinlich das fünfte Let's Play schon von diesem Spiel. Ist klar, man kann jetzt im Endgame jetzt nicht immer sofort etwas zeigen oder so. Es ist meistens dann ein bisschen unfair, wenn man jetzt nur Level 49 ist gegen Level 60er und so weiter. Aber wir versuchen es heute wieder. Und ich will nur kurz zwei Quests zeigen. Und dann können wir gleich wieder da Richtung Anfängergebiet gehen und dann in die Kalmarinsel PvP-Gebiet. Jo, ich hoffe, dort ist was los. Sonst kann ich vielleicht auch mal schneiden oder so. Und wenn etwas los ist, dann kann ich starten. Aber ich denke heute noch nicht. Ja. Mal schauen. Jo. Ich habe in letzter Zeit ja, viel gelevelt, also jetzt bin ich da bei diesem Schildzauber durch, ja, durch. Und jo, habe einen Drop Booster gewählt und habe da zum Beispiel ein Schild der Medusa und Elite-Beschwörhut gefunden. Der ist ziemlich gut, also einfach von den Verbesserungen vor allem. Und ja, das ist, glaube ich, mein bester Drop. Ja. Sonst hat alles weiße. Es ist wirklich so. Schaut euch das an. Ein einziges gelbes. Also Drop Booster lohnen sich auch nicht. Eigentlich lohnt sich überhaupt kein Geld auszugeben, Champions of Regnum. Ein Reittier könnt ihr immer pro Woche mieten. Da müsst ihr nicht mal so viel Geld ausgeben. Am Ende, also ja, ab Level 45 ungefähr, habt ihr immer genug Geld. Locker. Ihr bekommt ja von einem Mal Farmen ungefähr so 140.000 Dollar und es kostet, glaube ich, 50.000, also Goldmünzen. Also geht das eigentlich ziemlich einfach. Jo, also das Mikrofon ist leider heute nochmals nicht gekommen. Die Postboten sind so faule Leute. Eigentlich gehen die ja läuten, oder? Und das Päckchen dann vor die Tür stellen, wie niemand da ist. Aber nein, sie haben es mitgenommen. Und jetzt muss ich bei der nächsten Postdienststelle abholen. Und die haben gesagt, wir dürfen keine abgeben, weil wir nicht mehr bei der Post sind, sozusagen. Es ist nur noch eine Dienststelle für Päckchen. Also muss ich jetzt warten, bis der nächste Postbote geht und das kommt. Und das kommt, der kommt natürlich erst am Montag wahrscheinlich dann. Also ist die, also der größte Schmarrn. Wieso tun Postboten nichts mehr machen? Wieso? Was haben sie denn? Ja, sind sie so überarbeitet, die Armen? Ja, es werden halt immer wie mehr gekündigt und dann müssen sie immer ein größeres Gebiet holen. Also die Päckchen in einem größeren Gebiet austragen. Dann sind sie überfordert, dann läuten sie kurz, hauen sofort wieder ab. Und ja. Ich bekomme das Paket dann nie. Jetzt bin ich das zweite Mal schon bei dieser Paketdienststelle gewesen, gestern und heute. Und beides Mal sagen sie so, ja, kommt vorbei, er kommt vorbei. Wo ist er? Wo? Wo ist denn der Postbote, den ich so dringend brauche? Mann, ich will das Mikrofon. Das ist das Beste. Das hat die besten Wertungen bekommen. Auch YouTuber und ja, Livestreamer tun das empfehlen und ja, es kommt nicht. Naja. Ja gut, ich schau mal kurz den Namen, ob ich den Namen hier geschrieben habe. Nein, ich habe leider nur den Monitor-Ding. Ich weiß auch nicht, wieso HDR-Monitore so teuer sind. Was ist der Grund? Sieht ja nicht mal so viel schöner aus. Das sind einfach mal so viermal so teuer wie normale 4K-Monitore. Und ich brauche eigentlich gar keinen 4K-Monitor, wenn OBS es so viel Probleme hat mit 4K. Und vor allem Twitch wahrscheinlich auch sehr viel. Deshalb streamt auch niemand in 4K. Auf YouTube schon. Was ist denn mit Twitch eigentlich los, dass die so schlecht wurden?
Naja, sie hatten ja Probleme mit diesem einen, ja, wir streamen nicht Tag. Ach, das hat ihnen doch nicht so viel gekostet, dass sie so scheiße machen, dass sie so viel gekündigt haben. Keine Ahnung. Also, ich kann leider dazu wirklich nichts sagen. Also, ja. Hand gegen die Stirn. Oh Gott, oh Gott. Naja. Also eben, es gibt ja sonst noch andere Möglichkeiten. Also es ist jetzt nicht so dringend nötig, da wirklich, ja, vor allem einfach so zu leiden müssen. Weil, ja, einfach nichts mehr online bestehen. Irgendwann mal kommt, könnt ihr das Päckchen auch dann bekommen. Aber so ist leider, sind die Menschen, sie machen es trotzdem und genau das ist das Schlechte. Wenn ihr es trotzdem macht, ihr werdet sowas von runtergezogen in eine Tiefe, in einen Abgrund und ihr macht es trotzdem. Hört auf! Also wenn ihr seht, ah, der Händler, der hat mir das Paket nicht zugestellt oder zu spät geliefert, dann hört auf, bei diesem Händler weiterhin zu kaufen. Hört auf. Einfach aufhören. Das ist das Beste. Schon wieder Berggoblin-Schamane, Mann, die sind so schwach. Naja, komm, kleine Würmchen. Ich hab schon. Sehr gut. Keine Ahnung, wieso diese Quests sowas von unterlevelige Gegner bieten. Also die sind wirklich, was sind die? Level 24, glaube ich, oder so. Also sicher nicht höher. Ja, vielleicht noch Level 30, aber sonst nicht. Keine Ahnung, aber es sind immer die gleichen Gegner. 20 Mal hintereinander. So. Jo. Vielleicht mache ich heute sogar noch eine extra Folge, wenn was eben los ist in der Kriegszone. Also ja, in der Warzone ist das Problem halt, wir sind halt immer stetig zu wenig Leute. Ich glaube, die anderen tun genau deshalb auch im Bind immer AFK sein. Weil sie warten, bis die mal ein bisschen mehr sind. Und solange ihr nicht auch im Bind wartet, wird es nie losgehen. Dann werden sie nie losgehen. Also einfach mal, ja, vielleicht eine Gilde gründen oder so wäre das Beste. Ja. Schau mal, vielleicht kann ich ja auch in eine Gilde gehen, wo ich schon war. Damals waren schon alle toxisch. Und ich bin ja nicht der Schuldige gewesen, der gesagt hat, der gemotzt hat oder so. Ich war derjenige, der halt einfach das nicht bieten wollte. Ich habe gesagt, jetzt lasst bitte diese blöde Trollerei und Mobbing und alles Mögliche. Aber sie haben nicht auf mich gehört. Also eventuell kann ich schon in die alten Gegenden wieder zurück. Also es sind ja nur zwei. Sauerkraut und dieses Beta, dieses Blissa, weiß jetzt auch nicht genau, wie es hieß. Ist mir auch völlig egal. Ja. Und deshalb, ja. Keine Ahnung, aber wenn ich 6 finde, könnt ihr gerne mitmachen. Müsste nur, glaube ich, Level 10 sein. Einfach kurz die Gilde gründen und dann könnt ihr die Gilde auch wieder verlassen. Oder einfach nicht mehr spielen. Dann wäre der erste Schritt gemacht, oder? Ja, ich bin ja sehr, sehr oft aktiv und hilf natürlich jedem. Kann ja auch Items verschenken dann und so weiter. Soweit ich dann auch wieder neue Charakterlevel oder so. Mal schauen. Also ein Schütze möchte ich schon gerne noch machen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, welche Klasse ich wirklich dann auch spielen kann. Es bleibt mir wahrscheinlich nicht anders übrig, als einfach den Beschwörer zu spielen.
Aber eben der levelt ja schnell, also ein Level pro Tag schaffe ich schon. Mal schauen. Ich meine, heute habe ich auch Zeit. Jo. So. Vielleicht tue ich heute noch ein bisschen Hokolive-Livestream. Das kam recht gut an bei meiner Livestream oder Streaming, ja, Partnerin, also Let's Play Partnerin, meine ich. So, nächste Quest. Ja, Helden sterben auf ihren Wegen. Südstrand. Wo ist das da drin? Mal kurz ein bisschen lesen. Okay, ein Zauberspruch, wo man ja die Kiste versiegeln kann, genau. Kistenbuch. So, und dann müssen wir wieder zurück. Jetzt sehen wir übrigens ein weiter, ich kann es kaum sehen, aber eine Fähigkeit weiter, glaube ich, beim Dämonenanfang. Ja, beim Dämonenanfang. Ja. Also man levelt pro Quest eigentlich einen Strich, einen kleinen Strich. Oh Gott, wir gehen schon auf den Strich. So. Okay. Dürer Umgang, okay. Ich glaube, das ist jetzt die Geistesquest, kann das sein? Also Ende Dämon. Und der andere ist ja beim Südstrand. Da können wir eigentlich auch gleich vorbei. Ja. Machen wir das so. Wir gehen jetzt direkt zum Ding. Zu Wurst, also zur Kalmarinsel. Das ist die, ja, PvP-Insel, aber es ist ja gar nicht richtiges PvP. Ja, okay, schon. Es ist eine Art, ja, Shooter-PvP. Das ist eigentlich sehr schlecht gemacht, weil man hat ja eigentlich gar keinen Grund, dort irgendwas zu machen. Es sind nur drei Türme und wenn die unser sind, dann haben wir gewonnen. Wenn die den anderen zwei Königreichen alle gehören, haben wir sozusagen verloren. Und irgendwas passiert, wenn der, ja, blaue Strich, also der blaue Balken dann voll ist. Aber ja, ich könnte eigentlich da bleiben und so lange aufnehmen, bis der Strich ganz rechts ist oder ein zweites Video dann starten. Mal schauen. Und vielleicht bekommen wir etwas über. Ich glaube nur, dass wir vielleicht ein bisschen gestärkt werden in dieser Kalmarinsel oder so etwas. Aber ich glaube kaum irgendwas. Was ich noch sammeln muss, ist natürlich Kohle dort. Aber gut. Das ist ja easy. Ja, und dann werde ich mal diese zwei Gebiete hier abklappern, wo die Quests sind, und einfach mal Gegner besiegen oder so. Und dann haben wir das schon wieder zum Abgeben. Das interessiert euch wahrscheinlich mehr, wenn man die Quest auch abschließt und nicht so blöde grinden muss. Naja. Also, und jetzt, weil ich ja bald Level 50 bin, mache ich eigentlich nur noch Warzone. Beziehungsweise ein bisschen leveln mit dem Bashi. Ein bisschen Items suchen. Was ihr wollt, gell? Schreibt mal unten, was ihr genau wollt. Ich kann vielleicht den Jäger noch weiterspielen oder den Barbaren. Der ist ja Level 58. Ich warte aber einfach ein bisschen mit dem Leveln, bis ich wieder ein bisschen Geld aufgeladen habe und XP Booster benutzen kann. Weil ich glaube, jetzt ist es schon extremst langsam das Leveln. Also eben die letzten zwei Level, die dauern natürlich am meisten, am längsten. Jo. Und sonst mal schauen. Oder ich kann einfach den Barbaren der Warzone zeigen, muss halt einfach wieder sterben. Aber ich glaube, das interessiert euch mehr, wenn ich sterbe. Aber dafür auch kille. Also meistens war es so, dass ich zwei gekillt habe und einen tot hatte. Ich glaube, jetzt mit meinem, ja, wacheren Verstand und so kann ich das vielleicht schaffen, drei zu töten und einmal zu sterben.
Viermal. Aber alle Spieler eigentlich in der Warzone sind extreme Elite. Die sind einfach viel stärker. Also, ich brauche vielleicht einen, der mit mir einfach geht und stunt. Das ist wichtig. Aber sonst, ja. Jetzt hat er eben schon ein bisschen ungerecht für uns. Weil der Barbar wird natürlich immer ge First, also ja, cool. Ein türkisches Bad. Ein türkischen Bad, cool. So, der lädt direkt raus. Mal schauen, jetzt wird es angezeigt. Okay, es ist ein Turm mehr bei uns. Wo ist der Turm? Hä? Wie ist das in vier Türme? Hä? Okay, der ist unser, den müssen wir ja nicht anvisieren. Aber wo ist der vierte Turm? Ist das ein Anzeigefehler? Ja, leider müssen wir da rechts rüber, aber wir kommen jetzt nicht so direkt rechts rüber. Jetzt müssen wir hier rechts gehen. Wieso gibt es jetzt vier Türme? Haben die gewonnen, dadurch einen Turm mehr einnehmen, also bauen können? Kann schon sein. Wo ist er dann? Okay, jetzt ist er weg. Jetzt gehört er der Igen. Also, jetzt sind zwei den Igen. Okay, und leider ist es leer. Der Balken, der schwarze Balken, der blau wird, der ist leer. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Schwer, also es kommen vielleicht gar nicht mehr. Was wir machen könnten, ist hier ein bisschen Kohle farmen. Und sobald einer blinkt, müssen wir dorthin. Ja, das ist die beste Möglichkeit, jetzt auch am Leben zu bleiben. Weil sonst müssen wir lange laufen. Wir sind beim Trelleborg Bind und müssen dann zum Bind gehen, zum richtigen Bind. Also zum großen Bind. Ja. Das dauert sicher auch wieder 2, 3 Minuten. Ah ja, easy. Man rutscht überall runter. Überall. Nicht mal einen Millimeter kann man irgendwie ein bisschen hoch. Ja, im Real Life auch so 30%, man rutscht runter. Ja. Vielleicht auf ganz festem Eis. Da hat jemand schon gefarmt, scheinbar sind keine Kohlestücke hier. Wir warten am besten aber hier. Sollte ich sonst noch mal? Ich möchte ja euch etwas zeigen. Also hier rutschen wir überall. Vielleicht ploppt auch ein Kohlestück. Komm, wir gehen hinten durch zum Syrtis Turm. Ich weiß auch nicht, wieso hier Xemerald gefarmt wird. Weil es gab ja nur die Quest, also wir bekommen auch keine Xemeralds über. Also bekommen wir jetzt plötzlich die Bezahlwährung einfach so über. Die Entwickler sind ja ganz, ganz, ganz tolle Leute. Die unterstützen uns. Jetzt müssen wir nur diese zwei Türme mal einnehmen. Hallo, Südne, Ding, Alsen, wo seid ihr? Ich brauche euch. Bitte kommt. Ja, wie ihr seht, das ist wirklich leer. Immer geradezu leer. Das haben sie sehr, sehr, sehr schlecht da umgebaut. Sie haben eben eine, also ich denke, es war so ungefähr Mai 2020, ja, sehr, sehr viel geleistet, dass die Spieler motiviert sind. Niemand, niemand ist hier ab und zu, also es ist wirklich nur ein oder zwei pro Reich, die ab und zu mal reinkommen, damit sie vielleicht noch ein bisschen Reichspunkte abfarmen können oder Warmaster Coins. Wenn ich jetzt hier schaue, ich habe nur wenige Reichspunkte, 21 Königreichspunkte. Und Warzone, ja, WM Coins habe ich noch keinen bei diesem Charakter. Ich glaube, beim Barbar habe ich ganz viele schon. Eher nicht. Okay, Ignis hat unser Turm sofort einge. Die haben jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute hier, also
wahrscheinlich 3 oder 4. Wie im letzten Part auch gesehen, da waren ungefähr so 4 Süden und 2 Igen. Ja, also jetzt momentan passiert leider nichts, tut mir leid, also da kann ich eben nichts dafür. Sie können ja das reduzieren auf 1 Minute oder so. Aber vielleicht ist dann wieder etwas los. Jetzt muss ich nur wissen, wo hier die Kohle war, aber scheinbar tut jemand immer Kräften und deshalb braucht er auch so viel Kohle. Vielleicht suchen wir einfach mal einen Spieler. Vielleicht finden wir einen Spieler. Also eigentlich müsste jetzt bei Igen die Leute reingehen. Also dann gehen wir zu den Igen rüber. Aber wahrscheinlich sind wir zu langsam. Ich will nur einen einzigen Spieler kurz sehen. Und dann durch den Part hat wir ihn früher schon beenden. Aber eben weil nichts los ist, müssen wir ja auch nicht unbedingt ein längeres Video haben. Eben 25 Minuten ist eigentlich gut. Und das ist ja bald. Ja, leider ist die Map halt auch recht groß. So richtig unnötig groß und langgezogen. Ja, kein einziger Spieler. Also die sind jetzt wahrscheinlich schon längst draußen aus der Kalmar-Insel. So wie es unsere auch immer machen. 3 Türme einnehmen, sofort rausgehen. Es ist überhaupt nicht nötig, mit einem anderen zu kämpfen. Es ist eigentlich immer nur so, ja, entweder habt ihr Glück, die anderen sind nicht da, oder ihr habt keine Glück und die töten dich, oder du tötest sie. Okay, einen haben wir jetzt. Noch nie gesehen. Leutenal. Noch nie gesehen. Eine Dunkelelfin, okay. Und ihr seht, die greifen nie an. Das ist vor allem auch der Hauptgrund, wenn man reitet, hat man immer so 3-4 Sekunden ja, einen Stun sozusagen, wo man einfach nichts machen kann, außer laufen. Und genau das macht natürlich, ja, man könnte ja einen Bogen, auch die Barbaren und Ritter könnten ja einen Bogen raushauen und dann mal einmal schießen können, aber nein. Eben das Spiel ist halt schon wirklich eine Totgeburt gewesen. Aber es sind die Spieler, die eben das Spiel so cool machen. Also, ja, wenn sie nicht immer die ganze Zeit Stunts verwenden würden, dann würde jeder wirklich mega glücklich sein in diesem Game. Nur die Spieler. Es ist genauso zum Beispiel Gothic 1 bis 3. Die Spiele sind gar nicht so gut. Aber die Spiele, vor allem das Roleplay, macht so mega viel Spaß. Oder GTA Online ist ja gar nicht gut. Aber die Spiele machen die Freude und vor allem halt GTA Roleplay dann. Oder? Also, ja. Das hat man ja sozusagen mit dem GTA 5 gekauft. Und eigentlich ist es ja nur die Spieler machen das Spiel so gut. Es ist einfach so. Zeig mir mal ein Game, wo die Spieler nicht der Hauptgrund ist, wieso man etwas spielt. Ich will ein einziges Game mal hören, bitte. Ein einziges Game, wo das Spiel besser ist, als die Spieler es auch zeigen. Ab in die Kommentare, bitte. Jo. Und ich werde jetzt jedes Mal bei Start mal eine Art Quiz machen, ob ihr euch mit diesem Spiel auskennt oder nicht. Die Fragen werden natürlich nicht gerade High-End schwierig sein. Und auch nicht unmöglich zu sein, aber ich werde mal einfach ein bisschen leichter beginnen. Ja, am besten per E-Mail, wegen, ja, nicht den anderen verraten, was die Lösung ist. Per E-Mail an Draco mit C, basler@gmail.com. Und vielleicht bekommt ihr das über, wenn ihr den Spielername noch sendet und halt bei ICUS seid. In Rahan, ja, es gibt nur noch Rahan. Natürlich ist Amun nicht gemeint. Das ist nur der Testserver. Den könnte ich sehr gerne dann mal zeigen, wenn ich dann da bin. So, also wenn ich dann mal wirklich Amun spiele. Jo, dann schaue ich mal, sobald es losgeht, mache ich die nächste Aufnahme.
Tschüss, danke schön fürs Zusehen. Tschüss.